gut, dann gehe ich mit dir zu dem nächsten Filmset und drehe mit dir die wilde Kerle nach. Ich kann es nicht mehr hören. Es kotzt mich so an. Okay. Es sagt ja niemand was Schlechtes oder was nicht gut ist, aber immer dieses Argument, das ist wie bei, als wenn du keinen anderen Wortschatz hättest. So, los geht's ja. Du hast die Auswahl mal richtig riesig, hä? Sehr bunt auch. Hm. Ja. Der hier zum Beispiel, der ist schon ganz heftig hier. Ich nehm den hier. Der passt zu meiner Seele. Oh. Rosa? Holy shit, was war denn das? Da ist ein Auto explodiert. Nicht gut. Aber könnte man auch mal alles kaputt zu machen? Und ich rolle auch noch direkt auf Sven zu, Alter. Aber ich fühle mich so mitgenommen aus. An. Dankeschön, das war ganz wichtig, dass du das auch warst, vor allen Dingen. Aua, das hat weh. Hab dich nie erwischt? Doch, du hast mich voll erwischt, bitte. Jawoll! Aua! Aua! Du hässlicher Junge! Das war einfach nur Wende. Hässlicher Junge! Das war einfach nur Wende über die Gegend. Also, was heißt Wende über die Gegend? Aber ich hab einfach nach oben auf die Wagen gezielt. Aber dass du genau da durchfährst? Nee, ich war total verwirrt, weil es die ganze Zeit hieß, ja, ich hätte dich nicht genommen. Und du sagst eigentlich, du bist tot. Und bei Markus war ich unnicht sicher, ob der tot ist. Nee, mich hat Enrico erwischt. Aber ich bin Gott sei Dank noch weggekommen, weil Markus genau in dem Moment noch Enrico weggeschossen hat. Deswegen habe ich überlebt. Oh. Ja, das war, deswegen sagte ich ja gerade, es war nicht ganz unwichtig, dass er Enrico da killt. Es hat gerade geknallt und gerumst. Ich habe zwar gedacht, ich habe Markus erwischt. Und da dachte ich, gut, okay, fährst du raus. Ich bist du voll erwischt. Hm? Und ich habe dich damit genommen. Aber wie gesagt, ich habe einfach nur oben auf die Bahn gezielt. Das ist so geil. Oh. Enrico, guck mal, die ganzen schönen Autos. Bum, 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 bum. Aber du kannst tatsächlich von unten auf die Autos zielen, weil die zu weit unten, weil die ja, zu aber nur die an der Kante, ja. Genau, das ist es. Die schönen Autos, die schönen Autowagen. Ist wieder teuer, ja. Warte mal, das müssen wir anders machen, dann setzen wir hier hin. Bloß nicht an der Kante. Siehst du? Ihr macht's genauso. Ihr Schufte. Aua! Markus hat ein Stück mitgenommen, das fand ich aber nicht von ihm. Vor allem, da fährt er das erste Mal runter und nee. Ich hätte sogar, wenn mein Auto nicht so krass gedriftet wäre, hätte ich vielleicht sogar gleich auch noch Dings mitnehmen können, Enrico. Okay, nett. Auch nicht schlecht. Super, Enrico. Sag, Autofahren kann er heute nie, weißt du, aber Raketen geschafft haben. Das konnte er schon immer. Raketen schießen und Sniper an das Kontakt. Ja, keiner. Mit dem Supersportwagen da unten auf der Wüstendings ist echt beschissen. Ja. Ja, Enrico, das ist schlau. Das hab ich nicht gemacht. Der Markus braucht einen zweiten Anlauf. Oh, böse! Eine böse Möse. Enrico, willst du Raketenwerfer? Kennt er nicht, ne? Böse, was ist das denn, Alter? Was? Das ist eine böse Möse. Was eine böse Möse. Und das soll mich nicht machen, oder was? Am besten ich bleib oben auf der Plattform und lass einen Enrico alleine fahren. Ach nee, fahren ja. Kann er ja nicht, da war ja was. Jetzt geht's los in die Hose.
Prost, Alter. Alter. Oh, fuck. Ich muss kurz eine Nachricht schreiben, ich bin kurz nicht im Spiel. Dann schießt man bitte nie oben auf die Autos, sonst ist der Rego leid tot. Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. So. Oh, bei dem fliegen der Kampfjet drüber. Sven, bist du wieder beim Flugzeug unterwegs? No. Nö. Nee, sag Bescheid, wenn wir können, ne? Ich bin fertig. Ich hatte... Wie geil! Alter, die fliegen aber hier auch überall hin. Ja, da kommt was mitgenommen. Kommt was vorbeigeflogen. Danke dir, die hatte ich gerade auch. Ach Mann, die Karre hat sich nicht mehr bewegt, Alter. Ich hab komplett nach rückwärts gedrückt und nichts nicht vergeht. Erstmal einen Trift hinlegen. Ja! Ben, du machst das Ding, komm. Leute, da steht ein Panzer. Was bist du denn? Ich drehe mal eine Runde, wieso? Ach, oh, schade. Ja, eigentlich renne ich direkt rein. Ich renne natürlich direkt in seine Karre rein, Alter. Wie ich den weggedroschen hat. Junge, der hat richtig mitgenommen. Der ist nicht mehr zu retten. Ne. Oh. Sorry, Markus. Alles gut. Ich hab ein paar Knochenbrüche. Vor allem, mein Auto ist auch gleich stehen geblieben. Noch jetzt, weiß ich, noch jetzt weiß ich, wie meine Wäsche sich in der Waschmaschine rührt. Nochmal heavy. Aber Sven. Sven? Ja. Da, wo ich dir gesagt habe, du sollst mir auch mal einen schleudern wie Kev, da war das aber anders gemeint. Entschuldige. Du musst dich klarer ausdrücken. Wer ist klarer? Meine linke Hand, Kev. Achso. Der hat doch gar keine linke. Du hast beide beim Arbeiten verloren. Der Sven hat zwei linke Hände, das ist das Problem. Nein, warte! Was war das denn? Kommst du da wieder hoch? Mega, wie die Autos hier vorbeifliegen. Das ist ja gar nicht angenehm. Morgen kommt. Woher weißt du das? Kev kommt. Oh, meine Karre, was ist die Karre, die... Kev, halt dich. Tschüss, Kev. Kev kommt Donny. Achtung, Markus kommt. Dann mach ich nochmal hoch. Ah, wie schnell der hier vorbeigekommen ist. Oh, hat der eine Sahne. Wenn du wüsstest, was ich für Sahne hab. Mann. Lol. Lol. Haben wir jetzt beide zeitgleich die erwischt? Wir haben beide zeitgleich getötet. Du hast Kevin getötet, ich hab Markus getötet. Das sah so gut. Ich hab nur die Explosion gesehen und dachte so, hä? Nee, ich hab nur Kevin explodieren sehen und hab gedacht, da lese ich gerade, Scorpion hat hier... Das Problem ist, du kommst aus der Röhre raus und da verliert das Auto voll viel Geschwindigkeit. Das ist total doof. Ich hab's nicht mehr abgeschätzt, ich hab einfach nur drauf geschossen.
Da wie ich vorhin bei den Dukes mit Sven, wo ich auch einfach die Röhre reingeballert habe und es hat getroffen. Und da war jetzt gut. Meistens sind die Druckwellen ja stärker als die Körper an sich. So, Enrico, wie lange überlebst du diesmal? Weiß ich noch nicht. Ich bin heute mit Autos wirklich so schlecht, Alter. Ich hab keine Ahnung. Erstmal weg von der Seite hier. Ah, aber einen habe ich mitgenommen. Kevin habe ich mitgenommen. Kevin, ist übel in die Wand geklatscht. Schade! Kevin ist übel gegen die Wand geklatscht. Ich meine, ich finde das zwar nett, ja, von euch, wirklich, ich finde das sehr nett, aber ihr müsst nicht direkt vor mir parken, ja, das ist nicht notwendig. Doch, da ist kein Halteverbot. Vor allem, ich schieße Enrico ab, in dem Moment kommt Sven und driftet auch voll und bleibt in der Mitte stehen. Ja, das war nicht gerade unser hellster Moment. Hey, ich hab Kevin getötet. Ihr nicht Schweine! Damit Kevin allein zu Hause. Er hat Kevin getötet, du Schwein! Ich habe ihn gekreuzigt. An der Wand. Du hast das gemacht, was sonst immer Sven macht. Du hast ihn aufs Kreuz gelegt. No. Ich weiß immer noch nicht, wie man so einschlafen kann, Leute. Junge. Schon wieder ein Käfer erwischt. Das ging schnell. Also das hier musst du mit mehreren spielen. Kev, alles gut bei dir? Nee, alles gut. Hä? Genau, das sag ich jetzt dazu. Ach ne, ich darf ja nicht mal sagen, stimmt ja. Naja, zu dem blöden Rennen war das jetzt eine gute Abwechslung, muss ich sagen. Ja. Immer wieder ein bisschen was zum Lachen gehabt. Mir tut der Bauch weh. Was ist das jetzt so?